Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Kraftfahrkonsol. Wir sind hier auf der Motorräder Dortmund 2023, haben uns durchgekämpft bis zum Suzuki-Stand. Es war ja wirklich brutal viel los hier heute. Und ich habe es wirklich geschafft, dass der Frank, ich darf Frank sagen, ich bin der Matthias, grüß dich, sich die Zeit genommen hat, uns mal ein bisschen was zu erzählen, was wir neu haben. Und wir stehen auch direkt bei dem absoluten, ja, ich würde mal sagen, Highlight hier auf dem Messestand, und zwar auf der neuen DR8, vor der neuen DR 800 Big, was nicht stimmt, aber alles gut. Das gerade kommt. Nee. Ich sag mal so, das Design geht schon so ein bisschen in die Richtung, ja. Und wer das kennt von früher, der und das auch liebt, die Anleihen sind da, ne? Ja. Das ist euer neuestes Projekt, neuer Motor, neues Motorrad. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was dazu. Ja, ist halt, wie gesagt, das ganz neue Modell. Ist auf der Intermod, auf der Intermod hatten wir es noch gar nicht. Ist in Mailand vorgestellt worden erstmals. Wir haben jetzt hier zwei Fahrzeuge, die GSX-S 8S. Da gehen wir gleich nochmal rüber. Und die DL 800 von Suzuki mit einem Zweizylinder-Twin-Motor. Komplett neue Konstruktion mit zweiter Ausgleichwelle. Japan hat da, oder Suzuki hat da ein Patent drauf. Soll sehr ruhig laufen. Hier sind die ersten Tests schon veröffentlicht worden. Waren sehr positiv. Die Presse war sehr positiv angetan von der DL 800. Wir haben hier viele schöne Feature. Wir haben ein Farbdisplay, verstellbare Scheibe. Offroad oder der Kern des Fahrzeugs geht klar mehr auf Offroad als auf Onroad. Wir haben hier Speichenfelgen, die längsten Federwege, die wir in der Bistrom jemals hatten, sollte schon funktionieren, und wir sind überzeugt davon, dass das Motorrad den Nerv der Zeit und die Motorradfahrer berührt. Ja, unbedingt. Ich sag mal, gerade diese Klasse, diese Mittelklasse, geländeorientierte Enduro, ja, ich meine, ich kann ja ruhig über die Konkurrenz oder den Wettbewerb ein bisschen sprechen. Die Yamaha Tenere 700 ist, denke ich, in der Range mit drin. Vielleicht F850 GS von BMW. Das sind ja alles so Mopeds, die, ich sag mal, nicht High-End sind, so wie es hier da drüben steht, ne, die 1050er, sondern ein bisschen weniger Gewicht. Was habt ihr denn für spezielle Offroad-Features hier dran? Habt ihr abschaltbares ABS oder was sorgt dafür? Ganz abschalten geht nicht wegen der gesetzlichen Vorschriften, ja. Aber man kann es runterregeln fürs Offroad. Wir haben hier so einen Gravel-Modus, dass du im Gelände einfach mit der Traktionskontrolle klarkommst, dass du nicht runterregelt, dass du mit Schlupf fahren kannst. Die Speichenräder, die langen Federwege, logischerweise, klar. Aber Augenmerk geht schon hier ganz klar auch auf Offroad. Sind das Schlauchreifen oder schlauchlose Reifen? Nee, Schlauchreifen. Ja. Schlauchreifen, ne? Wegen den Speichen wahrscheinlich, ja, oder? Also auch hinten sind das Schlauchreifen hier. Ja. Ist einfach besser, wenn ich mit niedrigem Luftdruck fahre, wenn ich mit 0,8 Bar irgendwo im Gelände unterwegs bin, ist das mit einem Schlauchreifen einfach viel sicherer. Okay. Und wenn ich tatsächlich mal so eine Wüstendurchquerung machen will, dann kann ich so einen Schlauch reparieren. Bei einem schlauchlosen Reifen habe ich ein Problem. Okay. Ich kann so einen Schlauch mitnehmen, ich kann den flicken, das kann ich mit einem schlauchlosen Rad, ja, das deutlich schwieriger. Und so viel Reifen kann ich mir auch nicht überall dran schrauben, da kommt so ein Gewicht ein bisschen schwierig. Ne? Diese Offroad-Lastigkeit bei der Entwicklung des Fahrzeugs. Ich hatte eben schon den Kollegen gefragt, also die 650er bleibt, die 1050er auch, und die ist im Prinzip zusätzlich noch in diesem im mittleren Segment. Ihr erwartet aber schon, dass das ein Knaller wird, oder? Ja, davon sind wir absolut überzeugt. Ja. Ich glaube, was ich so gelesen habe, und alle freuen sich auf das Motorrad, alle sind happy, alle haben gewartet, wann kommt sie denn jetzt endlich raus? Ich glaube, dass das eine gute Geschichte wird. Quickshifter sehe ich da gerade, ist es richtig? Serienmäßig verbaut, auch als Blipper, also rauf und runter geht beides. Also von der Ausstattung schon auch wirklich gut aufgestellt. Cool. Scheibe ist höhenverstellbar, Handprotektoren sind da dran, konifizierter Lenker und hat schon alles, was es braucht. Hier ist natürlich ein bisschen Zubehör noch montiert. Aber das ist schon auch in der Klasse jetzt nicht so selbstverständlich. Nee. Wir haben noch ein total tolles Gimmick. Wenn wir auf die andere Seite rüber wechseln, wir gehen mal rüber. Das mal. Bremspedal, eine Abdeckung, weil das natürlich im Offroad-Modus viel besser zu nutzen ist. Ach, und auf den, für den Onroad-Modus setzen wir dann dieses Plättchen da rein. Okay. Und dann sind wir auf der Straße besser unterwegs, das ist geschlossen. Und hier ist der Halter dafür. Wenn wir das nicht brauchen, setzen wir es da in den Halter rein. Das zeigt so ein bisschen, wie liebevoll das
konstruiert und entwickelt wurde. So kleine Gimmicks, das braucht man nicht wirklich. Aber das ist toll, dass es da ist. Ja, das zeigt so, dass Gedanken man nicht nur gesagt, Rotstift im Kopf hatte, sondern dass man so kleine Details durchaus da einbauen konnte. Und hier hinten ist das Stellrad für die, was ist das Hinterrad? Für die Federvorspannung. Federvorspannung. Für das Federbein, härter, weicher stellen, wie alle V-Stroms das auch hatten bisher. Klasse. Das ist das erste Modell mit dem neuen 800er. Ja. Wir drehen uns um und gehen Richtung Straße, würde ich sagen. GSX 8S heißt die so, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wir müssen ein bisschen lernen noch. Warum? Ja, es heißt anders als die anderen, deswegen müssen wir ein bisschen üben, diese Namen auszusprechen. Wird uns aber gelingen, weil dieses Motorrad wird sicherlich viel auf der Straße zu finden sein, weil auch da sind wir absolut von überzeugt, dass wir da den Markt mit rocken. Okay, wir haben den gleichen Motor, wir haben natürlich ein bisschen weniger von dem Gelände, weil wir es einfach nicht brauchen bei dem Moped. Ne? Es ist sehr straßenorientiert. Was ist denn so der Punkt, wo du sagst, okay, ihr kommt jetzt mit so einem Motorrad ja auch in einen sehr engen Markt rein. Ne? Da ist ja relativ viel unterwegs. Ja. Wo würdest du jetzt sagen, sind jetzt hier die Vorteile bei der 8S im Vergleich zum Markt? Also zum einen haben wir hier eine wirklich, wirklich gute Verarbeitung des Motorrads. Kann sich jeder anschauen, wenn er bei anderen Mitbewerbern mal anschaut, wie die Dinger aussehen und sich unser Motorrad anguckt, wird er das sehen. Wir haben hier ein verschraubtes Heck, was natürlich jetzt nicht jeder braucht, aber schon auch im Reparaturfall ganz interessant ist. Ja. Aber auch hier haben wir einen Quickshifter mit Blipperfunktion. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Wir haben eine Upside-Down-Gabel, radial verschraubte Bremszangen, wir haben einen konifizierten Lenker. Das sind alles Dinge, die in dieser Fahrzeugklasse nicht selbstverständlich sind. Wir haben ein Farbdisplay. Riding Modes habt ihr auch? Haben wir schon. Habe ich aber auch noch nicht wirklich mitgespielt. Aber ist auch die Frage, ob man es tatsächlich braucht. Ne? Ja, eine Traktionskontrolle haben wir in dem Fahrzeug, eine einstellbare Traktionskontrolle. Das ist schon nicht so ganz selbstverständlich. Ich bin überzeugt, das ist ein Motorrad, was viel Spaß auf der Straße macht. Es sieht auf jeden Fall auch so aus. Die Leute haben für Suzuki waren von dem Motor begeistert. Ich habe von noch keinem anderen gehört, der damit bisher fahren konnte, aber die waren zumindest total begeistert. Ich warte ja immer noch auf den reinen Zweizylinder, der mir meine... Ich mag die Motorart eigentlich nicht. Ich bin so ein V-Fan. Ich mag auch, also schöne V2 ist so richtig mein Thema. Finde ich richtig geil. Ich selber fahre einen Boxer. Aber irgendwann muss doch mal ein Zweizylinder Reihenmotor kommen, der einen so richtig anpackt. Vielleicht ist es ja der. Der ist es. Ja? Garantiert. Okay. Ist noch irgendwas, was du uns hier zeigen möchtest, wo du sagst, okay, das ist wirklich ein tolles Moped. Ich gucke die ganze Zeit schon da drüben hin, weil ich es natürlich großartig finde aus meiner... Das Motorrad, was die 299 km/h-Diskussion losgetreten hat vor 15 Jahren oder wie lange ist das her? Ne? Ja, die erste Hayabusa. Das war Ende der 90er, das ist mehr als 15 Jahre her. Das ist schon her. 20 Jahre. Ja, ich glaube, wir haben jetzt bald schon 25 Jahre Jubiläum oder haben das. Das bin ich jetzt gar nicht ganz genau im Thema. Ja. Aber wir haben heute noch gesagt, das ist hier auf dem Stand sicherlich das meist fotografierteste Motorrad, weil halt jeder den Namen Hayabusa kennt. Dieses Ding ist jetzt kein Motorrad für die breite Masse, aber es sticht raus aus der Masse. Jedes Kind kennt diesen Namen und es hat einfach eine Faszination, die das Motorrad nie verlieren wird. Ist ja auch komplett neu jetzt, letztes Jahr, glaube ich. Ja, in der dritten Generation mit Euro 5. Richtig, richtig tolles Motorrad. Aber wenn wir bei tollen Motorrädern sind, müssen wir auf jeden Fall auch unsere SV650. Ja, dann gehen wir doch noch mal hin. V2, ich höre dir trapsen. Genau. Kein anderer Hersteller hat in dieser Kategorie. Ja, da ist doch noch einer. Nehmen wir die ist frei, oder? Ja. X unterscheidet sich den Stummellenker von dem normalen Modell, aber es ist von der Sitzhöhe sehr niedrig. Kein Hersteller hat einen V2-Motor, weil er einfach teuer ist in der Herstellung. Deswegen bauen die alle einen Zweizylinder-Twin, um mit den Kosten unten zu bleiben. Wir haben den V2 in der Klasse. Das macht einen Riesenspaß, dieses Motorrad. Kostet 7.050 Euro. Wahnsinn. Von Preis-Leistung, glaube ich, nahezu unschlagbar. Auch das Motorrad hat so einen Bordcomputer, hat ABS sowieso. Mit 74 PS völlig ausreichend Leistung, hat einen tollen Klang, um wieder auf deinen V2 oder Boxer zu kommen. Ja. Ist niedrig, handlich mit 200 Kilo, schön leicht, tolles Motorrad. Also die SV, für mich persönlich, als ich damals meinen Motorradführerschein gemacht habe, das ist ja auch schon 3-5 Tage her, war die SV immer so der Traum von mir, den ich mir leider damals nicht leisten konnte. Und ich bin immer wieder so drumrum und habe gesagt, boah, das ist so ein schönes Motorrad, auch die allererste noch. Und die hat ja auch Vergleichstests gewonnen, bis der Arzt kommt. Und ihr habt es wirklich geschafft, diesen Motor
von Euro 1, 2, 3, 4, 5 immer weiter zu nehmen und immer weiter zu optimieren und ja auch nicht irgendwo Leistung liegen zu lassen. Ne? Immer noch riesig Spaß. Und das ist der große Punkt. Wir fahren Motorrad, weil wir Spaß haben. Ja. Und da passt dieses Motorrad rein und das muss man auf jeden Fall mit auf der Liste haben. Unbedingt. Und in diesem Grau, ich mache gleich ein paar Fotos und blende die mal ein. In diesem Grau sieht die auch richtig gut aus. Wirklich schön. Ich habe es zwischendrin mit dieser Gladius-Geschichte nicht so ganz verstanden. Da war so ein bisschen mal kurz so, ne, dass man sagt, okay, wir wollen ein bisschen modischer werden vielleicht auch. Und jetzt sind wir ja wieder seit 3 Jahren oder seit 2 Jahren wieder zurück. 16, für tun ist das. Echt? Mein Gott. Noch ein graues Haar hier rausgesprungen gerade. Ja, okay. Ja, also die Gladius war dazwischen. Man wollte damals mit der Gladius einfach mal zeigen, das ist neu, das ist anders. Die sah ja auch anders aus, weil die SV davor, die erste war sehr, sehr erfolgreich. Das zweite Modell war dann nicht mehr so sehr angenommen. Da waren natürlich auch viele andere Hersteller, die ähnlich tolle Motorräder hatten. Ja. Und dann wollte mit der Gladius einfach zeigen, dass das anders ist. Und jetzt ist man wieder auf den Namen SV zurückgegangen, um zu zeigen, hey, wir sind wieder da bei diesem perfekten, tollen Motorrad, mit dem wir irgendwann mal angefangen haben und hab einfach Spaß. Wir haben wieder einen runden Scheinwerfer, wir haben einen tollen Gitterrohrrahmen, den wir eigentlich in der Gladius auch hatten, aber der hier einfach toll aussieht. Also das holt mich total ab. Ne? Also ich stehe hier vor, so, ich krieg das Grinsen, ich finde es super schön und mit diesem fetten Zylinder, der da vorne so rausguckt, ich mag das einfach. Es ist einfach, es ist auch, wie du es schon gesagt hast, einzigartig gerade aktuell. Ja, ne? Das hat kein anderer Hersteller, weil das ist in der Herstellung teuer. Ich brauche 2 Köpfe, ich brauche 2 Zylinder. Bei einem Twin mache ich einfach ein bisschen breiter, 2 Löcher rein, die Nockenwellen sind ein Stückchen länger. Hier brauche ich das alles doppelt und das ist in der Herstellung teuer. Ja. Müssen wir uns nichts vormachen. Und andere Hersteller haben solche Motoren dann nur in der oberen Preislage. Ja, klar. Bietet meines Wissens nach keiner für diesen Preis an. Der liegt bei aktuell? 7.050 Euro für so ein Motorrad. 7.000 Euro, braucht man nicht viel zu sagen. So, unsere Kamera stirbt gerade wieder den Hitzetod. Deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Und für dich auch danke, dass du hier den Bodyguard gespielt hast. Ich wünsche euch noch einen schönen letzten Messetag morgen. Ja, danke. Und viel Erfolg weiter mit der Marke Suzuki. Danke. Vielen Dank. Viel Spaß euch. Danke. Tschüss.